Hallo zusammen, heute machen wir weiter mit unserem WPF-Bindings-Tutorial. Und diesmal erklären wir, was ein I-Command-Interface und ein Notify-Property-Changed-Interface ist und wie ich damit arbeiten kann und dafür sorgen kann, dass meine Properties sich zum Beispiel automatisch aktualisieren, wenn deren Daten programmatisch aktualisiert wurden und wie man mit Hilfe von Commands bestimmte Aktionen ausführen kann. Und ja, Voraussetzungen sind mal wieder eine Entwicklungsumgebung und dass ihr euch mit WPF auskennt und das vorherige Video von mir gesehen habt. Gut, dann kommen wir zum Programmcode hinzu. Wo waren wir bisher? Wir haben unser View-Modell erstellt. Wir haben hier eine Property angelegt. Wir belegen die Property in unserem Konstruktor und ja, was machen wir? Wir haben dann noch hier in unserem User Interface ein paar Bindings definiert für das Textfeld und das Label. Genau, starten wir mal das Programm, um zu sehen, wie das aktuell läuft. Hier sehen wir das Programm und wir können hier unseren Text ändern. Wenn wir das Textfeld verlassen, aktualisiert es sich automatisch auch in dem Label. Und das ist die Aufgabe unseres Bindings. Oder das wird über mit Hilfe unseres Bindings erledigt, das wir hier eingetragen haben. Was ich jetzt hier hinzunehmen will, ist, ich mache mal aus dem Textbox einen Button. Und wie nennen wir das? Update my employee data. Das ist dann der Name des Buttons. Was ich jetzt will, ist, wenn ich auf diesen Button klicke, wird sich der Mitarbeitername aktualisieren. Und das erledigen wir, indem wir ein Notified Property Change Interface implementieren und ein Command schreiben. Das Command binden wir dann an den Button mit Hilfe von Data Bindings. Und sobald wir dann auf den Button klicken, wird das über das Command die Aktion ausgeführt, die den Namen des Mitarbeiters verändert und dabei das iNotify Property Change Interface ausführt. Und dieses Interface sagt dann unserem User Interface, also dieser Main Window XAML, über das Binding, dann aktualisiere die Daten. Dann kommen wir dazu, zuerst das Command zu implementieren. Für Commands erstelle ich gerne einen zusätzlichen Ordner, den ich einfach Commands nenne. Ich schiebe vielleicht meine Tastatur etwas weiter vom Mikrofon weg. Genau. Und füge jetzt hier eine Klasse hinzu. Das ist dann mein Update Employee Command. Und wie bereits besprochen, müssen wir dazu das iCommand-Interface implementieren. Das machen wir, indem wir einen Doppelpunkt schreiben, dann iCommand. Und dann müssen wir das Using-Statement importieren, Using System Windows Input. Da liegt das nämlich drin. Wir löschen das ganze Zeug, weil das aktuell nicht nötig ist. Jetzt wird das rot markiert. Das sagt uns, okay, implementiere die fehlenden Methoden, die in dem Interface deklariert wurden. Das machen wir jetzt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt mehrere Methoden. Wir haben einmal die canExecute. Diese Methode gibt einen Boolean-Wert zurück. Wenn wir das Command an unseren Button gebunden haben, dann wird auch automatisch diese canExecute-Methode im Command-Binding ausgeführt. Und wenn diese canExecute-Methode ein True zurückgibt, dann kann der Button ausgeführt werden, dann wird der Button aktiviert und wenn diese Methode ein False zurückgibt, dann wird der Button deaktiviert und kann dann nicht ausgeführt werden. Also das ist auch eine automatische Funktion, die das Command-Binding mitbringt. Und wenn wir das Command an den Button gebunden haben und dann auf den Button draufklicken, wird im Grunde diese Methode aufgerufen und da können wir reinschreiben, was passieren soll im Falle eines Klicks.
Und das ist unser Eventhändler, der dafür sorgt, dass das User Interface mitbekommt, dass unser CanExecute sich verändert, also dass diese Methode, dass der Wert dieser Methode sich verändert hat. Wir können das den Event entweder manuell auslösen oder vom User Interface auslösen lassen, falls sich zum Beispiel am User Interface irgendwas geändert hat. Das können wir machen, indem wir hier jetzt die Property hinzufügen. Einmal add in geschweiften Klammern, dann rufen wir den Command Manager auf. Da ist er schon. Das ist eine statische Klasse, die hat mehrere Events und wir wollen das Require Suggested Event. Uns für das Require Suggested Event registrieren. Und wie ihr seht, das tritt auf, wenn der Command Manager erkennt, dass eine Situation aufgetaucht ist, die vielleicht dafür sorgen könnte, dass der Button jetzt aktiviert werden sollte. Wir binden uns mit einem Plus ist gleich Value da dran. Und dann machen wir dasselbe mit einem Remove. Wir bieten damit einfach nur dem Binding die Möglichkeit, sich über diese zwei Methoden an das Event anzuhängen und dann benachrichtigt zu werden, sobald sich irgendwas verändert. Gut, dann haben wir die zwei Methoden CanExecute und Execute. Was ich aber vorher machen will, ich will dieses Command irgendwie mit meinem User Interface verbinden, also mit meinem View-Modell verbinden. Weil es soll, ja, das Binding soll über das View-Modell geschehen. Wir machen hier wieder eine Property, public vom Typ iCommand. Und das nennen wir Update Employee. Das ist einfach nur eine Auto-Property und die belegen wir im User Interface. Update Employee ist gleich New und hier müssen wir unsere Klasse, die wir gerade implementiert haben, initialisieren. Update Employee Command. Dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, haben wir unser Command an diese Property gebunden. Was ich aber jetzt noch machen will, ich will, dass unser Command auch unser View-Model kennt. Nicht nur, dass unser View-Model das Command kennt, sondern auch umgekehrt, damit das Command auf das View-Model zugreifen kann. Und deswegen übergebe ich das View-Model hier. Da das Ding jetzt einen Fehler anzeigt, müssen wir noch im Konstruktor des Commands das View-Model bekannt machen. Wir machen den Konstruktor, sagen ihm, okay, hier hast du das View-Modell, ich nenne das VM. Wir importieren das Using-Statement und wir erstellen ein Feld. Genau. Dadurch übergeben wir beim Erstellen des Commands, hier, beim Erstellen der Command-Instanz, übergeben wir unser View-Modell und speichern es innerhalb des Commands. Dadurch kann das Command jederzeit das View-Modell verändern. Jetzt wollen wir CanExecute. Jetzt wollen wir also diese zwei Methoden hier implementieren und dafür sorgen, dass die auch irgendwas tun können. Wie machen wir das am besten? Wir machen hier ein Public, noch eine Property, Public Bool. CanExecute. Employee getSet und wir fügen noch zu unserem User Interface noch eine Checkbox hinzu. Diese wird dann in der Zeile 2, Spalte 2 liegen. Und wir binden sie, ist checked, die ist checked Property davon, an, wie haben wir das, die Property genannt, CanExecuteUpdateEmployee, da binden wir es drauf. Genau.
Mit dem Checkbox werden wir dann in der Lage sein, unsere Button zu aktivieren und zu deaktivieren mit Hilfe dieses Bindings. Jetzt haben wir das hier erstellt und jetzt müssen wir das in unserem Command verwenden. Das machen wir, indem wir hier einfach sagen Return. Wir greifen auf unser View-Modell zu, weil da dieses ScanExecuteUpdateEmployeeProperty liegt in unserem View-Modell und geben das einfach mal zurück. Das ist jetzt so ein einfacher Check, den man einbauen kann. Man kann das um ein Vielfaches komplexer basteln und man könnte auch, anstatt das View-Modell zu übergeben, mit Hilfe von Actions und Funktionen arbeiten, dass man einfach nur Funktionen hier mitteilt und das dadurch etwas generischer gestaltet. Aber wir machen es einfach mal mit dem VM. Und jetzt implementieren wir noch die Execute-Methode. Und was die Execute-Methode macht, ist, die greift auf unser VM.Profile zu und setzt dort die Name-Property. Wie nennen wir die Property? Was schreiben wir da rein? Wurde bei Click. Genau. Und dadurch haben wir jetzt ein einfaches Command implementiert. Wir haben dem Command das MainView-Modell mitgeteilt, sodass es im MainView-Modell die Properties ändern kann oder irgendwelche Aktionen ausführen kann, wie zum Beispiel hier den Profilnamen zu ändern oder hier auf ein Checkbox auf eine Property zugreifen, die mit einer Checkbox verbunden ist. Und dann haben wir uns hier noch an den ein paar Auto-Properties für den Event-Händler CanExecuteChanged erstellt. Und diesen an den Command-Manager geheftet. Genau. Wir haben dann jetzt hier in unserem Main-View-Modell. Jetzt müssen wir noch dieses Command, ich nenne das vielleicht Update-Employee, Command, damit es etwas verständlicher ist, an das User Interface binden, an unseren Button. Hier gibt es die Command Property und das machen wir wieder mit einem Binding und packen da einfach nur den Update Employee Command Property rein. Wie gesagt, also wie beim vorherigen Video schon gesagt, wir haben ja das View Modell hier in unserer Ansicht an den Data Kontext gebunden und deswegen gehen wir jetzt bei allen Bindings von innerhalb des View-Modells aus und wir können einfach den Namen UpdateEmployeeCommand in dem Binding verwenden. Dasselbe mit der Checkbox, haben wir das schon gebunden? Ja, die Checkbox haben wir auch schon gebunden. Wir können das mal probieren, wie weit das jetzt funktioniert und wie das aussieht. Ja, wie ihr seht, ist unser Button deaktiviert, der macht jetzt nichts. Wenn wir die Checkbox anklicken, wird der Button aktiviert, wie ihr seht. Ja, das ist eine relativ einfache Möglichkeit, mit Hilfe von Bindings, User Interface Aktionen auszuführen. Was wollte ich jetzt noch zeigen? Ich wollte mal zeigen, was hier passiert. Wir können auch mal gleich das Binding ausführen. Also wenn wir jetzt, ja, ich habe jetzt, wie ihr seht, ich habe einfach nur das User Interface in den Vordergrund hervorgehoben und das hat eine Aktion ausgeführt, die dem Command Manager gesagt hat, okay, irgendwas hat sich verändert, prüf mal all deine User Interface Elemente und er hat dann die CanExecuteChange, die CanExecute Methode jetzt überprüft und diese gibt in dem Fall True zurück. Das macht er jetzt mehrmals. Weil dieser Event kann mehrmals aufgerufen werden. Ich mache das hier mal auf, sodass es weitergeht. Und jetzt können wir auf Update Employee Data klicken. Dadurch wird hier diese Methode aufgerufen und diese Methode setzt dann die Profile Name. Wir schauen uns mal an und der Profilname hat sich nicht verändert. Warum hat er sich in dem Fall jetzt nicht verändert, obwohl wir eigentlich den Profil über den Button-Klick verändert haben. Wir machen das jetzt mal nochmal, um zu zeigen, dass er sich hier tatsächlich geändert hat. Man sieht das an der Property hier, an dem Inhalt.
Wir haben jetzt nochmal gemacht und da hat sich hier immer noch nicht verändert. Also warum passiert das? Dass unser User Interface hat die Möglichkeit, mit Hilfe von Bindings sich selbst zu aktualisieren. Das haben wir ja gesehen, indem wir hier irgendwas eintragen. Aber es kann nicht von der VM-Seite, von der ViewModel-Seite aus aktualisiert werden, ohne dass iNotify-Property changed Interface. Und dieses implementieren wir jetzt, damit auch die andere Richtung geht. Das programmatische Ändern dann auch eine Änderung des User-Interfaces auslöst. Das machen wir jetzt, indem wir das Programm mal kurz anhalten. Das iNotifyPropertyChangeInterface muss man überall dort implementieren, wo man Datenänderungen hat. Und man will, dass sich da diese Datenänderungen an das User-Interface weiter propagieren. Das macht man wieder, indem man ein Doppelpunkt iNotifyPropertyChanged. Dann importieren wir erstmal das Using Statement. Das liegt in System.ComponentModel, wie ihr seht. Und wir müssen jetzt noch ein paar Schnittstellenmethoden implementieren. Das ist das Event hier. Und wir wollen jetzt noch eine Methode implementieren, die dieses Event auslöst, weil an dieses Event wird sich das unser User Interface bei einem Binding hängen. Wir machen es private void. Notify of property changed. Diese Methode könnt ihr so nennen, wie ihr wollt. Und dann machen wir da ein String. Property name ist gleich. Diese Notify property changed Methode hier bekommt den Property Namen, der sich verändert hat, als String mitgeteilt. Und als Default-Wert haben wir einfach mal einen leeren String gesetzt, damit wir keine Null-Reference-Probleme bekommen. Jetzt prüfen wir, ob wir machen das anders. Wir machen es so. Wir prüfen, ob die Property changed, das Property changed Event, na? Genau, ob das Property Changed Event Handler 0 ist. Und wenn er nicht null ist, sagen wir ihm, okay, ruf das Event auf. Und übergeben wir dem ein Property Changed Event args. Wo ist denn das jetzt hin? Genau. Das Property Changed Event args erwartet eine Property Name. Damit ist die Implementierung dieser Methode hier erledigt. Genau. Was wir jetzt noch machen müssen. Also wir haben jetzt das Event implementiert, das Interface, und wir wollen jetzt dafür sorgen, dass Änderungen von diesen Properties hier, programmatische Änderungen von diesen Properties, auch sich auch an das User Interface melden. Dazu müssen wir jetzt unsere automatischen Getter und Setter erweitern. Wir sagen Employee-Model, wir erstellen ein privates Feld. Employee-Model, ich mache das mal mit Unterstrich. Und wir wollen jetzt da auf dieses private Element aus unserer Property zugreifen. Dazu müssen wir jetzt den automatischen Getter implementieren. Employee-Model ist gleich, nein, das ist ein Return. Return Employee Model, das gibt einfach nur dieses Feld zurück. Und set setzt das. Und was wir jetzt hier drin machen müssen, ist, wir müssen jetzt dieses Event aufrufen. Wir müssen diese Methode, die wir gerade implementiert haben, aufrufen. Und wir müssen ihr unsere Property sagen. Welche Property hat sich verändert? My Profile hat sich verändert. Und damit ist das hier erledigt. Jetzt wird jede Änderung von MyProfile an das User Interface weiter kommuniziert. Was wir aber jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen dieses Interface für jedes einzelne dieser Felder hier implementieren. Also wir müssen den Aufruf für jedes einzelne dieser Felder implementieren und das Interface für diese Klasse. Weil wenn wir das nicht machen, dann bekommt unser User Interface nur das mit, dass sich das komplette
Modell verändert hat, aber nicht, dass sich einzelne Elemente des Modells verändert haben. Wir wollen aber auch, dass einzelne Elemente dem User-Interface mitgeteilt werden. Wir haben jetzt wieder von dem Interface geerbt und jetzt implementieren wir das Interface und ich kopiere die Methode, die ich vorhin programmiert habe. Und jetzt zeige ich euch noch einen coolen Trick, wie man sich... Ich mache das mal in eine neue Zeile, damit man es alles in einer Zeile sieht. Wie man sich diesen Teil hier sparen kann. Es gibt ein Attribut, das schreibt man hier in Klammern, der heißt Color. Name. Da müssen wir die Compiler Services dafür importieren, dieses Using. Was das Ding macht, ist, es übermittelt an die Methode den Namen der aufrufenden Methode. In dem Fall, wenn wir hier jetzt zum Beispiel die Property String Name implementieren. Bei get müssen wir wieder genau dasselbe wie wir vorher machen. Wir machen ein return name. Wir geben einfach nur das private Feld zurück. Und bei set setzen wir name ist gleich value. Rufen dann wieder das notify of property changed, die notify of property changed Methode auf und packen hier an dieser Stelle nicht rein. Dadurch, dass wir da den Attribut reingemacht haben, wird diese Methode dann über den Namen der aufrufenden Methode mitgeteilt. Also dann steht Name hier drin und es wird dann automatisch in diese Variable reingepackt. Und wir können uns das Tippen hier sparen, weil das hier kann zu Fehlern führen. Wenn man sich hier vertippt, dann fragt man sich, warum wird mein Feld jetzt nicht mehr aktualisiert beim Binding oder ja. Das kann zu nervigen Fehlern führen. Und theoretisch sollte das jetzt eigentlich ausreichen. Wir starten mal unser Programm. Wir setzen dann Check und wir aktualisieren mal Employee Data. Und wie ihr seht, hier steht was anderes. Ich schreibe einfach mal wieder was rein. Ich gehe aus dem Feld raus. Das ist unser vorheriges Binding aus dem letzten Video. Das ScanExecute-Click funktioniert auch und der Klick auf den Button ändert jetzt auch die Daten in unserem User-Interface, nicht nur in unserem Modell. Und wie ihr jetzt gesehen habt, ist das die Verwendung, ist das, wofür man das iCommand-Interface und das iNotifyPropertyChanged-Interface benötigt. Für das iCommand-Interface implementiert man meistens eine eigene Klasse und hat dann seinen Event-Händler, den man an den Command-Manager binden muss und man hat seine zwei Methoden, canExecute und execute. Da packt man den Programmcode rein, der beim Klick auf den Button zum Beispiel geschehen soll oder eine Abfrage, die dafür sorgt, dass das Programm weiß, wann der Button aktiviert oder deaktiviert werden soll. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Buttons, sondern bei allen Elementen, an die man Commands binden kann. Und das iNotifyPropertyChanged-Interface, da benötigt man diesen PropertyChanged-Event-Händler und eine Methode, die aufgerufen wird, sobald der Wert einer Property sich verändert, wie in diesem Fall zum Beispiel. Ja. Und das war es soweit. Ein Überblick zu iNotifyPropertyChanged und iCommand. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.